In unserem heutigen Teil von Verbotene Games und Skandalspiele sprechen wir über Fallout 3, das wegen seiner übermäßigen Darstellung von Gewalt indiziert wurde, über GoldenEye für N64, den ersten Teil von Borderlands, Blood und Project Overkill. Alle Spiele auf dieser Liste wurden indiziert. Wir erläutern die Gründe. Los geht's! Der Ego-Shooter GoldenEye 007 von 1997 war das allererste indizierte Spiel, das gar nicht offiziell in Deutschland vertrieben wurde. Nintendo verzichtete darauf, den Shooter in Deutschland zu veröffentlichen. Er wurde dennoch indiziert. Das lag an der immens hohen Zahl an Sterbeanimationen, die auch noch variierten, je nachdem, welche Körperregion getroffen wurde. Im Schnittbericht heißt es, das Spiel besteht aus einem einzigen Gemetzel und wirkt daher verrohend auf Kinder und Jugendliche. Es gilt, diverse Gegner zu liquidieren. Nur das Liquidieren der Gegner setzt den Spieler in die Lage, Waffen und Munition aufzusammeln. Der Hauptinhalt des Spiels besteht darin, menschliche Gegner auf unterschiedliche Art und Weise zu vernichten, wobei die Tötungsvorgänge detailfreudig inszeniert sind. Möglichkeiten einer non-aggressiven Konfliktlösung existieren nicht. Je näher die Gegner heranrücken, umso detaillierter werden die Tötungsvorgänge. Teilweise sind die Gegner nur dadurch zu vernichten, dass mehrfach auf sie eingeschossen wird, bis sie zappelnd am Boden liegen. Den Verkaufszahlen von GoldenEye 007 tat diese Indizierung keinen Abbruch. Es war eines der meistverkauften Spiele für die N64-Konsole. Well, we're here. Don't worry about saying goodbye. Der allererste Teil von Borderlands, der 2009 erschien, enthielt so viel Blut und Gewalt, dass die deutsche Version zensiert wurde und die unzensierte Version von der USK keine Freigabe erhielt. Es gab also viele Änderungen. Für den deutschen Markt wurden Bluteffekte entfernt, man konnte den Gegnern keine Körperteile mehr abschießen und bei Säure- und Feuerattacken zerfielen die Gegner nicht mehr bis auf die Knochen. In der unzensierten EU-Version explodierte ein Gegner, der von einem Fahrzeug erfasst wurde, noch in einer Blutwolke. Oder er verlor bei einem Stromschock sämtliche Haut auf dem Kopf, bis der Schädel zu sehen war und der Körper zusammenfiel. In der deutschen Version gibt es weder Blutwolken noch Skelette zu sehen und jegliche Splatter-Effekte fehlen komplett. Der Endside-Shooter wurde mittlerweile vom Index gestrichen. In der Story von Blood von 1997 steuert man Caleb, einen erbarmungslosen Revolverheld, der aus dem Grab zurückkommt, um einen blutigen Rachefeldzug zu starten. Caleb arbeitet sich durch Gruften und zerfallene Kirchen, während er von Zombies und allen möglichen Arten von Monstern angegriffen wird. Der Shooter steckt voller Gewaltelemente, aber auch voll schwarzem Humor. In einer versteckten Kammer findet man zum Beispiel die Leiche von Duke Nukem und man kann in einem versteckten Heckenlabyrinth auf den erfrorenen Jack aus The Shining treffen, der noch seine Axt in der Hand hält. Überhaupt gibt es viele Anspielungen auf Horrorfilme wie Tanz der Teufel, Freitag der 13., 7 oder Halloween. Um das Gemetzel im Spiel interessanter zu gestalten, gab es eine große Auswahl an Waffen, darunter natürlich die klassischen wie Schrotflinte, Maschinenpistole, Sprengladungen, Elektroschocker und Flammenwerfer, aber auch ausgefallene wie eine Voodoo-Puppe, mit der man Gegner verschwinden lassen konnte, oder eine Signalpistole, die Gegner in Brand steckte. Blood wurde in Deutschland noch vor seiner Veröffentlichung in Deutschland indiziert. Project Overkill haben wir in den Kommentaren immer wieder von euch vorgeschlagen bekommen und das Shoot'em'up passt natürlich hervorragend in die Liste. Der Sci-Fi-Shooter von 1996 wurde ein Jahr nach seinem Erscheinen indiziert und das lag nicht zuletzt daran, dass außer Aliens auch menschliche Gegner massenweise und schreiend umgenietet wurden. Bei Treffern verteilt sich Blut auf Böden und Wänden und natürlich ist Töten das Kernelement des Spiels. In der Story hat sich ein Unternehmen namens Terracom mit Aliens zusammengeschlossen und Soldaten angeheuert, um unter dem Namen Project Overkill die komplette Bevölkerung des Planeten auszulöschen. Wir steuern einen Söldner, der diesen Plan vereiteln soll. Der Indizierungsbescheid prangerte vor allem die Gore-Elemente des Shooters an. Wir zitieren, Blut und Gedärme bleiben nach einem Schusswechsel am Boden kleben und das einzige Ziel des Spielers besteht darin, Feinde auszumerzen. Die einzelnen Tötungen sind sehr realistisch dargestellt. Sobald ein Gegner getroffen ist, sinkt er blutüberströmt zu Boden und hinterlässt große Blutlachen. Ist die Munition des Spielers erschöpft, hat er die Möglichkeit, die Gegner noch zusätzlich mit Hilfe eines Messers zu zerstückeln. Das Spiel kam 1996 raus. Damals konnte man noch mit relativer Sicherheit davon ausgehen, dass solch ein brutaler Shooter indiziert wurde. Zur Fallout-Reihe gehört übertriebene Gewalt nun mal dazu. Als Fallout 3 2008 in Deutschland rauskam, wurde es sofort zensiert und ein Jahr später indiziert. Österreich und die Schweiz hatten dieses Problem nicht, hier war das Spiel unzensiert erhältlich. Um in Deutschland veröffentlicht zu werden, musste der Titel einer Radikalkur unterzogen werden. Es gab so gut wie kein Blut mehr zu sehen, beziehungsweise gab es keine roten Flüssigkeiten mehr. Und es flogen auch keine abgerissenen Gliedmaßen mehr durch die Gegend.
Wer Fallout gespielt hat, kennt diese Deko-Leichen, die an Ketten von Bäumen herabhängen oder festgenagelt sind. Die durften überraschenderweise auch in der deutschen Version bleiben, trotz fehlender Gliedmaßen. Diese Leichen lassen sich beschießen und auch in der zensierten Version spritzt noch das Blut. Und trotz Zensur kommen in der deutschen sowie in der EU-Version Kinder vor, nur lassen sich die nicht mehr töten, wie das noch in Fallout 1 und 2 der Fall gewesen war. Fallout 3 ist mittlerweile vom Index runtergenommen worden. In der nächsten Folge haben wir unter anderem Total Carnage und Wolfenstein 3D auf der Liste. Danke für eure vielen Kommentare und Likes. So gehen wir natürlich mit noch mehr Elan ans Recherchieren. Habt noch einen entspannten Abend und bis zum nächsten Mal.